glaube, gegen alles Elend, Leid, gegen alles Böse gibt es nur ein Mittel, Liebe. Hätte nie gedacht, vor 2007, dass ich mal über Liebe spreche. Ja. Ich konnte ja übrigens fast keinen Menschen in den Arm nehmen, war unfähig. Ja. Mein Vater konnte es nicht, mein Opa konnte es nicht, so hat sich das durchgezogen. Und Ende 2007 sehe ich meinen betrunkenen Vater, es war glaube ich 22.30 Uhr, und in meinem Herzen war, der stirbt bald. Es gab keine Anzeichen, dass er irgendwie krank war, schwer oder so. Ich bin dann nach Hause gegangen, ich habe auch immer ein Problem gehabt mit Gott, dem Vater. Also wenn ich betete, betete ich meistens Jesus, ja, aber Vater, das ging mir ganz selten über die Lippen. Und dann habe ich gebetet, ich möchte einen Frieden haben mit meinem Vater. Ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Es war nicht gerade das, was man eine idyllische Kindheit nennen würde, was unser heutiger Gast erlebt hat. Demütigung zu Hause durch den alkoholkranken Vater und Mobbing in der Schule gehörten zu seinem Alltag. Und wie so oft, die Erfahrungen der Kindheit bleiben nicht in den Kleidern stecken und beeinflussten auch sein Leben als Erwachsener. Bis er eines Tages einen der wichtigsten Aspekte des christlichen Glaubens für sich entdeckte: Vergebung. Seitdem macht er seine Erfahrungen öffentlich, denn er weiß, wie Vergebung einen Menschen verändern kann. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Michael Stahl. Hallo. Michael, Sie erlebten, so habe ich das gerade gesagt, keine ideale Kindheit, um es mal ein bisschen harmlos auszudrücken. Wie sah Ihre Kindheit aus? Was ist da passiert? Also was mir ganz wichtig ist in öffentlichen Vorträgen und in Sendungen, ist, dass mein Vater mir die Genehmigung gegeben hat, über all das zu sprechen. Ja, das war 4 Wochen vor seinem Tod. Meine Kindheit sah so aus, dass ich sehr oft Sätze gehört habe, wie aus dir wird nichts, du bist nichts, du kannst nichts, und aus du bist wird eines Tages ich bin. Ja. Wir sind sehr armselig aufgewachsen. Ich habe bis zum 14. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen. Mein Vater nahm mich mit zum Betteln und er war nicht berufstätig. Haben Sie mit zum Betteln? Ja, genau, richtig. Ja. Also, dann war es wirklich heftig. Genau, der hat mich einfach an die Hand genommen und dann liefen wir von Haus zu Haus in den Nachbarndörfern und fragten nach Essen und Trinken. So sah meine Kindheit aus. Das heißt, da hatten Sie schon einen Stempel sozusagen auf, denn in solchen Dörfern kennt ja jeder jeden. Ja, klar. Weiß genau, ah, der Stahl kommt wieder. Genau, dann war man wirklich auch abgestempelt. Ja. Und mit diesem Gefühl, abgestempelt zu sein, kam ich dann in die Schule und dann war ich von vorne weg schon der Außenseiter. Also freiwillig. Sozusagen. Wie, also ich meine, Mobbing ist ja ein sehr modernes Wort. Wie hat sich das denn damals nicht ausgewirkt, sondern was heißt das Tag für Tag? Ich war ja Personenschützer und ich glaube, dass jeder Mensch Personenschützer ist, ja, der sich selber beschützt und seine Mitmenschen beschützt. Und ich habe mich nicht beschützt. Die anderen haben gespürt, mit dem kann man alles machen. Ja. Und wenn die anderen spüren, du setzt keine Grenzen, dann suchen die, wo die Punkte, wo sie dich verletzen können. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ein Problem mit Übergewicht hätte, dann würden die anderen mich genau darauf ansprechen. Ja. Meine Probleme waren, dass der Vater nicht arbeitete, dass er getrunken hat, dass wir arm waren, dass ich kein Fahrrad hatte. Und das habe ich in regelmäßiger Reihenfolge so gehört und das jeden Tag. Und ich habe mir abends keine Gedanken gemacht, was morgen in Mathematik oder Deutsch drankommt, sondern muss ich mich morgen wieder verteidigen, muss ich morgen weglaufen, was kommen morgen für Quälereien? So sah mein Alltag aus. Wie übersteht man das denn als Kind? Gab es da irgendwelche Ventile, wo Sie es rauslassen konnten? Oder ich habe auch gelesen oder gesehen irgendwie, also der Glaube bedeutete Ihnen schon irgendwie etwas? Also Sie sind dann auch in die Kirche gegangen. Wie war das? Also wir lebten damals ca. 100 oder 200 Meter von der katholischen Kirche weg. Also ich bin selber ganz normal in der evangelischen Landeskirche getauft, ja, und bin da auch Mitglied. Aber wir waren in der Nähe von der katholischen Kirche und da bin ich als 5-6-Jähriger immer runtergegangen. Und da war dieser gegeißelte Christus, ja, und dem habe ich immer so ein bisschen mein Leid geklagt. Also der stand dann vor mir, blutig, verletzt, ja, traurig. Und dann habe ich seine Wunden gestreift und gesagt, guck mal, mir haben sie halt auch wieder wehgetan. Ja? Die haben mir wehgetan, da haben sie mich wieder gejagt. Ich hatte immer so das Gefühl, der versteht mich. Ja. So ging das als 5-6-Jähriger schon. Ja, genau, richtig. Und ich habe auch an den Bildern gesehen, ja, den Leidensweg Christi. Und es war für mich im Prinzip die Bibel in Bildern. Und ich hatte da für mich so einen Leidensgenossen gefunden. Und ich habe damals auch meine Oma gefragt. Ja, die ist 1984 gestorben. Und ich habe noch eine Tante, die ist jetzt 85. Die hat mir auch ganz viel von Jesus erzählt. Und diese Liebe, die damals in mein Herz gesetzt wurde, die ist bis heute geblieben. Da sprechen wir gleich noch drüber, denn das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Aber so als Kind stelle ich mir vor, dass Sie oft genug gesagt haben, dieses ganze Elend, was ich hier mitmache in der Schule, dafür ist ja irgendeine Verantwortung. Und ich vermute mal, dass Sie schnell bei Ihrem Vater waren, dass es ziemlich einfach war, dieser direkte Draht, dieser direkte Weg zu sagen, also Vater, ne? Aber man ist als kleines Kind, ist man ja dann doch hilflos ausgeliefert.
Was haben Sie damit gemacht? Also erstmal war meine Mama immer ein toller Rückzugsort, das möchte ich hier betonen. Und zweitens, ich habe meinen Vater auch immer geliebt. Er war zugleich auch mein Held. Ich habe mich für ihn geschämt, ich war wütend auf ihn, aber er war auch mein Held. Das heißt, Kind will ja großartige Eltern haben. Wenn mein Vater sich rasiert hat, dann habe ich ihn heimlich beobachtet, wie er sich nass rasiert hat. Wenn der nachts oder tagsüber auf dem Sofa lag und geschlafen hat, dann habe ich geguckt, wie viel Muskeln mein Papa hat. Der war auch mein Held. Aber ich habe mein ganzes Leid, habe ich im Prinzip Gott hingebracht. Ich habe gebetet und bin in die Kirche gegangen. Aber so der Tiefpunkt meiner Kindheit war, ich war glaube ich 8 oder 9 Jahre alt, da habe ich ihn gefragt, was kriege ich zum Geburtstag? Und dann spuckt er mir ins Gesicht. Und er hat mich auch noch gefragt, ob das reicht. Dann im Anschluss, ich weiß nicht, ob es ein Tag oder zwei waren oder ein paar Tage länger, da bin ich an einem Bahngleis gegangen und habe gesagt, Gott, jetzt mag ich nicht mehr. Ja. Zu Hause sind sie gemein, in der Schule sind sie gemein, jetzt mag ich nicht mehr. Und ich habe damals, ich kann es nicht beschreiben, so ein Gefühl im Herzen gehabt, ja, dass da jemand ist, der mich lieb hat. Ja. Und es hielt mich am Leben. Um die ganze Tiefe auch der Veränderung bei Ihnen nochmal auch richtig verstehen zu können, weswegen hat der Vater Ihnen ins Gesicht gespuckt? War er da gerade betrunken oder war das so der Alltag, das hatte nichts mit dem Trinken zu tun? Seine ganze Hilflosigkeit auf das Kind auszulassen? Mein Vater ging jeden Morgen in die Kneipe. Okay. Ja, das war sein täglicher Rhythmus. Ich denke mal, es war so 9.30 Uhr, also in Baden-Württemberg hat man ja Sommerferien gehen länger. Ich habe am 6. September Geburtstag und da waren noch Sommerferien. Und dann habe ich mir die Freiheit erlaubt, ihn zu fragen, was kriege ich zum Geburtstag. Weil für mich Geburtstage immer so ein Stück wie Weihnachten sind. Ja? An Weihnachten hatte ich immer so die Hoffnung, dass die Menschen generell liebevoller miteinander umgehen. Und so habe ich mir gedacht, am Geburtstag müsste es eigentlich auch so sein. Da hast du vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten. Das war ein Irrtum. Das haben Sie eben so beiläufig gesagt, das haben Sie gleich zu Beginn gesagt, weil das natürlich für Sie wichtig ist. Sie haben Ihren Vater sozusagen um Erlaubnis gebeten, darüber erzählen zu können. Und er hat auch Ja gesagt, 4 Wochen vor seinem Tod. Das heißt, dazwischen muss ja ziemlich viel passiert sein. Absolut. Dass Sie über solche Dinge auch sprechen konnten und dass er auch sagen konnte, ja, davon kannst du erzählen. Was ist da passiert? Kann man das in Schritten benennen? Ja, ich habe frühzeitig mit Kampfsport angefangen, weil mein Leben ein Kampf war. Ich hatte die Sehnsucht, in den Sicherheitsdienst zu gehen. Ich habe dazwischen andere Dinge gemacht, aber ich habe so Sehnsucht nach Sicherheit gehabt. Und Personenschützer bin ich geworden, wahrscheinlich nur aus dem Gefühl der Minderwertigkeit, ja, um meine Person zu schützen, ja, wenn es sonst keiner tut. Ja, und dann, also das heißt, selber stark zu sein, ja, damit die anderen mir nichts mehr können. Und ich hatte auch bis zu der Versöhnung mit meinem Vater ein sehr hartes Herz. Ja. Mir haben auch viele Dinge, die bis dahin in meinem Leben waren, die haben mir auch gar nicht richtig wehgetan. Da kam nichts mehr rein, aber es ging auch nicht mehr viel raus. Ja. Und ich so habe ich einen Großteil der Ehe, war ich verantwortlich, die zerstört wurde und war auch kein guter Vater für meinen Sohn. Ich habe einen erwachsenen Sohn und da kam immer mehr zusammen. Ja. Und meine Sehnsucht wurde nicht gestillt und meinem Vater bin ich aus dem Weg gegangen. Mein Vater wohnte vielleicht 160 Meter von mir weg und ich war in der ganzen Welt unterwegs, aber zu Hause war ich kaum. Nun gut, dass Sie Ihrem Vater aus dem Weg gegangen sind, ist ja jetzt erstmal nicht erstaunlich. Und das andere ist ja doch vielleicht auch so, wie ich das in der Anmoderation schon gesagt habe, so ein bisschen doch auch ein Spiegelbild dessen, was man zu Hause erlebt hat, ne? Was Sie bei Ihrem Vater erlebt haben, sodass Sie möglicherweise unbewusst ähnlich gehandelt haben. Ja, mein Vater hatte 3 Dinge gemacht. Ich habe mir immer vorgenommen, die möchte ich nicht so machen. Ja, er hat getrunken, er hat geschlagen, er hat nicht gearbeitet. Ja. Und ich werde mir hellhörig, wenn Menschen zu mir sagen, ich möchte nicht so sein wie mein Vater und meine Eltern, weil dann sind sie auch getriebene Menschen. Ja. In der Bibel steht, dass wir alle Dinge in Liebe geschehen lassen sollen. Und ich war ein getriebener Mensch. Und so habe ich exzessiv gearbeitet. Ich habe nie getrunken oder fast nie getrunken. Ja, ich war vielleicht 7, 8 Mal in meinem Leben betrunken, wenn überhaupt. Und geschlagen habe ich auch nicht. Aber ich habe mich verletzt und die Menschen um mich herum. Und ich glaube, das Schlimmste, was ich gemacht habe, ich habe versucht, meinen Vater und mein Umfeld zu verändern. Ja, und damit treibst du die Leute weg. Jesus hat gesagt, liebt einander. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass euch einander liebt, wie ich euch liebe. Und ich habe das mit Bedingungen verknüpft und die wurden nicht erfüllt. Das ist ja eine harte Wertung zu sagen, das Schlimmste, was ich getan habe, ist zu versuchen, meinen Vater und das Umfeld zu verändern. Genau. Dass Sie Ihren Vater verändern wollten, war ja nun nicht unbedingt etwas sehr Unwahrscheinliches. Also ist ja klar, wenn er so war, wie er war. Aber warum sagen Sie trotzdem, das war das eine der schlimmsten Dinge, die ich gemacht habe? Damit habe ich ihn weggetrieben. Damit habe ich ihn signalisiert, so wie du bist, passt du mir nicht. Also wenn ich zu ihm gesagt habe, hör auf zu trinken, hat er noch mehr getrunken. Wenn ich gesagt habe, man schämt sich mit dir, streit doch nicht mit so vielen Menschen, wurde er unzufrieden, hat er noch mehr gestritten. Und sie haben heute gesagt, es geht um Vergebung. Ja. Ich habe ihm mal gesagt, ich vergebe dir. Und das ging in die Hosen. Er hat mich gefragt, weil ich vergebe dir bedeutet aber auch, du bist schuld. Und ich
weiß noch wie heute, er schaut mich an und sagt, was habe ich getan, damit du mir vergeben kannst? Und dann habe ich alles aufgezählt und danach war der Streit noch größer wie vorher. Also ich war irgendwo ratlos. Wie kam es denn dann, dass Sie dann doch in diese am Ende doch starke Position gekommen sind, erstens sagen zu können, ich will den nicht verändern, sondern ich akzeptiere das und vergebe und damit ist der Schlüssel auf der Hand. Ja, wie ist es dazu gekommen? Das müssen ja viele Schritte gewesen sein. Ja, also man muss sich vorstellen, ich habe schon immer irgendwo über Werte gesprochen, aber wenn mein Vater zum Beispiel in den Supermarkt reinkam und ich habe ihn gesehen, habe ich mich in den Regalen versteckt. Ja. Also ich war auch ein Betrüger. Ja. Und am nächsten Tag habe ich wieder einen Vortrag gehalten oder war auch im Fernsehen, habe über Werte gesprochen. Das passte nicht zusammen. Ach, da waren Sie schon öffentlich? Ja, ich mache ja seit 1993 Projekte. Ja. Ja. Gewaltprävention, Antiaggressionstraining, genau. Und Ende 2007 fahre ich durch meine Straßen durch. Heute kann ich meine Straßen sagen, weil ich meine Heimat total liebe. Ich habe mich auch mit vielen Menschen versöhnt, auch Menschen, die mir wehgetan haben. Heute kenne ich ihre Beweggründe. Ja. Ich weiß, ihnen hat man auch wehgetan. Die Jungs, die mich früher in der Klasse quälten, mittlerweile kenne ich ihre Geschichte. Ja. Und ich glaube, gegen alles Elend, Leid, gegen alles Böse gibt es nur ein Mittel, Liebe. Hätte nie gedacht, vor 2007, dass ich mal über Liebe spreche. Ja. Ich konnte ja übrigens fast keinen Menschen in den Arm nehmen, war unfähig. Ja. Mein Vater konnte es nicht, mein Opa konnte es nicht, so hat sich das durchgezogen. Und Ende 2007 sehe ich meinen betrunkenen Vater, es war glaube ich 22.30 Uhr, und in meinem Herzen war, der stirbt bald. Es gab keine Anzeichen, dass er irgendwie krank war, schwer oder so. Ich bin dann nach Hause gegangen, ich habe auch immer ein Problem gehabt mit Gott, dem Vater. Also wenn ich betete, betete ich meistens Jesus, ja, aber Vater, das ging mir ganz selten über die Lippen. Und dann habe ich gebetet, ich möchte einen Frieden haben mit meinem Vater, ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Ja, und irgendwann mal ein paar Nächte drauf habe ich geträumt, er wäre gestorben. Und mein Vater wohnte 160 Meter von mir weg. Ich meine, ich war in meinem Leben in Miami, New York für Projekte, aber die 160 Meter, mein Vater lebt in einer Kneipe in Zimmer Nummer 5, diese 160 Meter habe ich nicht geschafft. Und dann ging ich bis dahin den schwersten Weg meines Lebens. Weil Sie, aufgrund dieses Traums, weil Sie genau gedacht haben, da muss ich, also könnte, der muss ich jetzt nicht. Der kann so nicht gehen. Ja. Und das war mir so schwer, ich hatte wirklich Angst. Ja. Ich habe im Sicherheitsdienst wurde ich oft angegriffen. Ja. Ich habe übrigens nie zugeschlagen und hatte ich oft Angst, aber so Angst, wie zu meinem Vater zu gehen. Unfassbar. Und dann stehe ich vor Zimmer Nummer 5, habe gebetet, sage ich, Gott, ich will da gar nicht rein. Aber wenn du mitgehst, dann gehe ich da rein. Und dann steht mein Vater vor mir, er war ein harter Kerl. Und er sieht mich, er will anfangen zu schreien. Und dann habe ich gesagt, du Papa, ich habe früher gesagt, du bist mein Erzeuger. Und in dem Augenblick sagte ich, Papa, ich wollte dir nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und vergib du mir bitte. Und dann steht dieser stadtbekannte Choleriker bis dahin fassungslos in der Bude drin, 8, 9 oder 10 Sekunden, keine Ahnung. Und dann fragt er mich, warum kommst du zu mir? Und ich habe das jetzt, glaube ich, schon so oft erzählt, aber ich habe jetzt eine Gänsehaut hier, weil ich bin immer wieder in Zimmer Nummer 5 drin. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Papa, ich wollte dich ein Leben lang verändern. Damit ist Schluss. Ich habe dich lieb, so wie du bist, nicht für das, was du tust und was du nicht tust. Dich habe ich lieb. Und dann kam er nach 37 Jahren her, packt mich hier am rechten Oberarm und sagt mir, Bub, ich habe dich immer lieb gehabt, aber ich konnte es dir nicht zeigen. Jetzt kriege ich aber auch eine Gänsehaut. Und an diesem Tag wurde ich Sohn. Nicht, weil er das gemacht hat, weil ich bin in die Bude reingegangen, ohne etwas zu erwarten. Ich wollte nur frei sein, die Liebe aussprechen. Und ich sage immer den Leuten, ich bin Sohn geworden, als ich von meiner Wohnung in seine Bude lief, weil ich Sohn sein wollte. Und das hat alles verändert, mein ganzes Leben. Es hat aber auch das Leben Ihres Vaters verändert, oder? Absolut, absolut. Das waren dann noch 4 Wochen und dann ist er auch verstorben? Nein, wir haben noch 2,5 Jahre gehabt. Ach, ja. Und in diesen 2,5 Jahren hört er auf zu trinken. Er versöhnte sich mit Menschen. Er hat einen völlig anderen Ton gehabt. Sagen Sie mal, das ist ja ein Wunder. Wo er früher genommen hat oder andere Dinge gemacht hat, die nicht so toll waren, da hat er jetzt gegeben. Er hat gelernt, aus Liebe zu geben, dass wenn er gibt, ja, dass er sich beschenkt. Dass wenn er Menschen ehrt, ehrt er sich. Ja. Und diese Entwicklung, das war unbegreiflich. Ja. Und wir haben dann auch trainiert, wie man sich in den Arm nimmt. Ja. Wir haben uns dann ganz zaghaft die ersten paar Mal so gedrückt und dann ein Arm hing noch bei ihm so runter. Ich mache ja öfters Projekte im Seniorenheim und drücke auch mal die Alten, ja, die Männer. Und da ist schon viel Unsicherheit da und Steifheit. Und mein Vater konnte es am Schluss und wir auch. Also wir haben diese Kette von Lieblosigkeit und von Gewalt durchbrechen dürfen.
Sie können jetzt schwer für Ihren Vater sprechen, wie das bei ihm sich entwickelt hat und warum das so gelaufen ist, aber Sie können natürlich über sich sprechen. Und deswegen ist für mich die Frage, wie ist das denn in Ihnen gewachsen? Also Sie haben eben gesagt, dass Sie Bodyguard gewesen sind, Sicherheitsdienste gemacht haben, auch in diesem Bereich dann Präventionsmaßnahmen, also immer da hatte man all diese Dinge. Gleichzeitig aber offenbar muss ja der Glaube und Vergebung in Ihnen auch gewachsen sein. Das eine muss das andere nicht ausschließen, aber wie ist es dazu gekommen? Also das Gegenteil hätte ja auch der Fall sein können. Ja? Also Sie haben immer vor diesem Schmerzenmann gestanden als Sechsjähriger in der Kirche, vor diesem Jesus. Irgendwann hätten Sie auch mal sagen können, du hast mir auch nicht geholfen. Das ging immer so weiter. Von dir habe ich nichts gemerkt. Aber bei Ihnen war es offenbar anders. Also sehen Sie, ich habe jetzt mittlerweile so viel im Leben durch und habe immer irgendwie gemerkt, es dient mir zum Besten. Ja? Also durch diese Kindheit, ich war auch mit 18 obdachlos, das durfte aber keiner wissen. Ja? Wenn mich die Leute gefragt haben, wie geht's, habe ich gesagt, passt schon. Ja? Ich komme aus Baden-Württemberg, fragen Sie da mal einen Mann, wie geht's dir? Er sagt, es passt schon. Und oft weiß ich, was es bedeutet, es passt eben gar nichts. Ja? Wir Männer reden aber nicht gerne. Ja? Dann hat meine Familie einen schweren Autounfall gehabt. Ich habe ein Stück weit versagt als Vater, als Ehemann. Ja? Also ich habe schon einiges durch und ich habe auch vor kurzem einen Herzinfarkt gehabt. Ja? Und ich kenne auch diese Situation, wenn dein Leben vielleicht zu Ende geht. Mittlerweile merke ich, dass wenn ich mit Menschen zusammen bin, die in Abgründen sind, die Trauriges durchmachen, ich kenne es. Ich kenne das Gefühl, ja, weil ich es erlebt habe. Ja. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich glaube, die Bibel besteht zu 70% aus Lebensgeschichten. Ich bin kein Theologe, ich bin kein großer Theoretiker, aber ich habe die Dinge durchlebt und kann manches nachempfinden. Und deshalb sei dankbar in allen Dingen. Oft verstehe ich es nicht, aber ich habe gelernt, auch für die Dinge dankbar zu sein. Aber nochmal, wie ist diese Dankbarkeit zustande gekommen? Ich war nicht glücklich. Ja. Ich habe gewusst, da fehlt was. Ja. Ich kann es nicht beschreiben. Ich habe auch... Eigentlich gibt es gar nicht, aber ich habe so eine Sehnsucht gehabt nach Harmonie, nach Zufriedenheit. Ich habe so oft meinen Vater schreien hören. Ich habe so oft in der Schule erlebt, wie Menschen beleidigen und verletzen mit Worten. Ja. Und das habe ich sehr oft erlebt und im Sicherheitsdienst. Ich war fast 15 Jahre im Sicherheitsdienst. Ich habe gesehen, was Menschen sich antun. Und in mir war ein großes Nein. Ja. Ich möchte das nicht haben. Ich möchte etwas verändern, aber ich war unfähig. Ich habe gewusst, ich muss bei mir anfangen. Ich kann keinen Menschen ändern, ich muss bei mir etwas tun. Und der Schlüssel war, zu meinem Vater zu gehen, eine versöhnte Lebensgeschichte zu haben. Das hat mich regelrecht getrieben. Ja. Und ich habe nach der Versöhnung mit meinem Vater sofort mit allem aufgehört. Ich brauche keinen Sicherheitsdienst mehr. Ich habe die Sicherheit und die Anerkennung, wonach ich eigentlich gesucht habe. Ja. Also wenn ich mit Muhammad Ali unterwegs war oder was weiß ich was alles, da war mir immer wichtig, dass mein Vater das mitbekommt, ja, der immer mir prognostiziert hat, du wirst ein Versager bleiben. Ja, und dann habe ich von seinen, Anführungszeichen, Saufbrüdern gehört, der ist stolz auf dich. Ich sage, mir hat das nicht erzählt. Ich glaube, letztendlich haben wir alle so eine Sehnsucht, dass wir nach Anerkennung, Aufmerksamkeit und Liebe, ja, und die wurde an dem Tag zum Großteil gestillt. Das heißt, der Moment der Versöhnung war auch der Moment, in dem Sie die Anerkennung so nicht mehr notwendig hatten, genau. Weil der Vater hat Sie da in dem Sinne gegeben. Und also musste, Sie haben was gegeben und haben das zurückbekommen. Ich musste nicht mehr fliehen. Mich hat mal ein Junge in der Grundschule mal gefragt, ja, warst du ein Flüchtling? Ja, ich war ein Flüchtling. Ich war immer auf der Flucht. Ja, ich habe den Leuten eine Komödie vorgespielt, ich habe eine Maske getragen. Ich war viele Jahre in der Welt der Prominenten und Reichen, habe auch erlebt, was passiert, wenn die Scheinwerfer aus sind, wenn die Kamera aus sind. Und ich habe gemerkt, ich bin dann mit vielen Gleichgesinnten zusammen, ja, in einer Welt, denen geht es auch oft nicht gut, ja, mir ging es auch nicht gut. Aber ich habe für mich entdeckt, dass der Schlüssel in meiner Familiengeschichte war. Und dem war so und ich habe dann Frieden gefunden und Freiheit. Ich hätte auch nie über Schwäche sprechen können. Ja. Ich habe immer gedacht, du musst stark sein, du darfst nicht weinen. Und ich glaube, Stärke ist es, seinen Schwächen zu stehen. Das war in 2007. Seitdem sind gut 10 Jahre vergangen. Ist es dabei geblieben? Oder, weil ich stelle mir so vor, so viele Dinge, die einen in der Kindheit geprägt haben, die wird man hier irgendwie nicht los. Ne? Heißt, dieser Moment der Vergebung war wichtig, aber irgendwann war auch der Vater tot und damit war das vielleicht auch ein Kapitel, was man immer weiter in die Vergangenheit schieben konnte und dann könnten aber auch die alten Dämonen sozusagen wiederkommen. Aber das war nie. Doch, ich bin immer noch auf dem Weg. Immer noch. Ja. Und es kommen ja auch neue Dinge hinzu. Ja. Meine Familie hatte 3 Monate schweren Autounfall, ja, wo ein lieber Mensch gestorben ist, ja, wo meine Frau über 50 Knochenbrüche hatte. Ja. Ja, und 2010 sind 4, 5 geliebte Menschen gestorben. Ja? Und alle Todesbotschaften, auch den Unfall bekam ich übers Telefon. Ja?
Ja, irgendwann habe ich dann mal gesagt, jetzt mache ich den Klingelton aus. Ja. Also ich habe 8 Jahre den Ton meines Handys nicht mehr gehört. Ja. Dann kam weiteres Scheitern dazu, dann kam dieser Herzinfarkt dazu. Ja. Und beim Herzinfarkt war es so, dass die Leute gesagt haben, wäre das im Schlaf passiert, wärst du gestorben. Ja. So kommen immer wieder Dinge dazu. Weil sie reagieren konnten? Als sie, nee, ich bin 5 Minuten von der Herzklinik umgefallen. Ah. Wenn das woanders gewesen wäre, wäre ich nicht mehr hier. Praktisch hätte ich was gesagt. Ja. Und eine Woche davor habe ich noch gebetet, Gott, bring mein Herz in Ordnung. Aber ich habe es anders gemeint. Ja, manche Eigenschaften von mir passen noch nicht so, ja, wie ich es mir vorstelle. Und da habe ich dafür gebetet und eine Woche später habe ich einen Herzinfarkt vor einer Herzklinik, 5 Minuten weg. Also es sind schon einige Ängste und Baustellen in meinem Leben, aber Gott hat mir versprochen, dass er für mich da ist. Und das habe ich jetzt seit 48 Jahren darf ich das erleben und viele Antworten habe ich nicht. Aber Gott hat Ihnen versprochen, dass er für Sie da ist. Ihnen und auch. Schön, wenn wir das beide für uns sagen können. Wie erfahren Sie das? Also wie können Sie sagen, da bin ich mir sicher, Gott hat mir das versprochen. Wo kommt das her? Also erstmal lese ich ab und zu die Bibel, ja, wo es drinsteht. Und zweitens, als meine Frau den Unfall hatte und ich 2 Stunden nicht wusste, ob meine Frau und meine Tochter noch leben, ich habe da diesen schrecklichen Anruf bekommen, ein höheres Wesen konnte mir da nicht helfen. Ich bin 2 Stunden von A nach B gefahren. Ja, ich brauchte den Gott, der mir versprochen hat, ich bin für dich da. Ja. Und zudem habe ich 2 Stunden im Auto geschrien. Und bei meinem Herzinfarkt war es genauso. Ich habe so eine halbe Stunde gehabt, wo ich gedacht habe, zu sterben. Ja. Und ich lag da ganz nackig da und das hat mich auch an Jesus erinnert. Da gibt es so einen Bibelvers, ich glaube, den übersieht man vielleicht leicht. Sie zogen ihn aus. Ja. Ein Gott, der sich mit meiner Nacktheit, mit meiner Schamhaftigkeit solidarisiert. Und da lag ich da und der Arzt sagt, ja, Herr Stahl, Sie haben einen Herzinfarkt. Ja. Und ich weiß noch, der hat dann gesagt, ja, ich lag dann nackig da, weil die wollten mir einen Herzkatheter setzen. Da ich so, was passiert? Da sage ich, die schiebe Ihnen jetzt ein Kabel rein. So, wenn ich das nicht möchte, sagt er, dann werden Sie sterben. Ja. Und so ließ ich einen wildfremden Menschen an mein Herz, den ich nicht mal kannte. Ja. Und es war sehr bewegend für mich und ich hatte dann, ich denke mal, so 20, 30 Minuten so Todesangst. Ja. Und da habe ich, hab dann gebetet, erstmal hat mir wieder alles leid getan, was ich nicht gemacht habe an Liebe. Ja, ich bin ab und zu mit Sterbenden zusammen, die sagen mir, sie bereuen das, was sie nie getan haben. Ja. Und dann habe ich Jesus noch einmal in mein Leben eingeladen, habe ihn darum gebeten, du hast mir versprochen, dass du immer für mich da bist. Ja. Jetzt brauche ich dich wie selten zuvor. Und dann liefen mir die Tränen runter, also es war kein bewusstes Weinen, sondern mir liefen einfach die Tränen runter und ich habe einen Frieden gespürt, kann ich gar nicht beschreiben. Ja. Und solche Erfahrungen darf ich immer wieder machen. Ich habe auch ein paar Monate lang mal ein Mädchen begleiten dürfen, die im Sterben war. Und die hatte Jesus auch von ganzem Herzen lieb. Also diese Liebe ist mir ganz wichtig. Jesus hat den Petrus gefragt, liebst du mich? Ja. Meine Antwort ist ja. Ich bin zwar manchmal ein schlechter Zeuge für ihn, aber ich habe ihn lieb. Sie bringen das nicht nur mit diesem Buch, ja auch viel in die Öffentlichkeit, sind auf Bühnen, auch Jugendprojekte und ähnliche Dinge. Können Sie so in 1, 2 Sätzen zusammenfassen, was Sie vermitteln möchten? Also ich bin ja draußen in der Welt unterwegs, auch in nicht-christlichen Einrichtungen. Da spreche ich natürlich von Liebe und von Vergebung. Ich kann es einfach zusammenfassen. Mir hat vor ein paar Jahren meine über 85-jährige Frau, schätze ich mal, die hat zu mir gesagt, du musst etwas besonders den Jungs und den Männern noch beibringen, die Tugenden der Ritterlichkeit. Ich sage, was ist das? Ja, dann habe ich das nachgelesen. Und da geht es um Wertschätzung, da geht es um Höflichkeit, da geht es um ein maßvolles Leben und da geht es um dienstbare und hingebungsvolle Liebe. Und das erinnert mich wieder an Jesus. Und das möchte ich einfach den Menschen näher bringen, dass die Menschen, die mir vielleicht ein Stück weit begegnen, ja, oder mich hören, dass sie den Weg der Vergebung gehen, dass sie die Liebe aussprechen können. Denn die Liebe aussprechen, das macht auch frei, das habe ich erleben dürfen. Und ja, ich will die Welt nicht verändern, aber ich wünsche mir einfach. Oder? Nein, eigentlich nee. Nicht. Nee, weil ich kann nur etwas vorleben. Ja? Ich kann nur mein Herz öffnen. Für mich ist es Freiheit. Ja? Für mich ist es vielleicht auch immer noch ein Stück weit Therapie. Aber den Unterschied zu erleben, vor 2007 mit einem harten Herzen rumzulaufen und jetzt ein Herz, das über Schwäche und Gefühle sprechen kann, Liebe aussprechen kann, das ist für mich Freiheit. Ja? Manchmal tut es aber auch mehr weh, ja? Enttäuschungen, ja? Wie vorher. Ich wünschte, wir hätten noch eine halbe Stunde. Haben wir aber nicht. Vielen Dank, Michael Stahl, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen. Glaubenserfahrungen, die in Lebenserfahrungen verwurzelt sind, das sind immer die besonders wertvollen. Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Herzlich gerne. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.